Ho, ho, ho! Eine frohe Weihnacht! Willkommen! Willkommen zum Weihnachtsvideo. Ich glaube, ich habe seit 2 Jahren kein Weihnachtsvideo oder Special mehr gemacht. Das ist auch kein richtiges Weihnachtsspecial. Ich glaube, ich habe 2014 oder 2015 einen Adventskalender gemacht, einen ganzen Adventskalender, wo jeden Tag ein Video kam. Das war damals schon Wahnsinn, jeden Tag ein Video zu bringen. Das war, wow, war das Arbeit. Und jetzt dachte ich mir, ich mache mal wieder was Kleines, zumindest was ganz Kleines. Für den Jahresrückblick ist es ja eigentlich noch zu früh. Man macht das ja meistens erst am 31., aber ich mache ihn einfach jetzt schon so ein bisschen. Das ist nur was ganz Kurzes, keine Sorge. Und wünsche euch natürlich allen jetzt schon ein besinnliches Fest. Feiert schön, habt Spaß, esst viel, esst ganz viel. Sehr wichtig. Was, wie blass ich hier aussehe, oder? Mit den Lichtern. Ist echt hell. Warte mal. Nee. Wenn ich einen Effekt jetzt im Hintergrund habe, ist der eh kaputt. Jetzt mit diesem Moment. Ich nehme meine Voice übrigens gerade mit dem kleinen Knopf auf. Also falls ihr eine Veränderung im Sound spürt, das liegt an dem kleinen Dingens. Ah, gut wird es nicht sein, das hat 9 € gekostet. Ich kann nicht rumsitzen, ich muss rumlaufen. Das Jahr ist zu Ende gegangen oder geht zu Ende. Und ich brauche Licht. Und es war schon ein haariges Jahr, muss man wirklich sagen. Also es war, ich glaube, wachstumstechnisch eines der schlimmsten Jahre, weil es am Anfang so unglaublich gut lief. Wir hatten ja Ende 2016, so November, Dezember und Januar, Februar, ein bisschen vom März auch ein Riesenwachstum. Also wenn das Wachstum so angehalten hätte, wären wir jetzt bei ungefähr 11.000 Abonnenten. Und das ist dann komplett über das Jahr einfach verschwunden, eingebrochen. War weg. Auch auf Twitch hat man gemerkt, wir hatten 100 plus Zuschauer über 2 Monate hinweg und auf einmal immer weniger. Das war schon irgendwie haarig, aber auch irgendwie gar nicht so schlimm, weil wir trotzdem als Community immer weiter gewachsen sind. Also wir sind riesig geworden. Der Zusammenhalt ist noch stärker geworden. Die Steam-Gruppe hat 1000 Mitglieder erreicht, was auch sehr nice ist, sehr nice. Und ja, mittlerweile haben wir jetzt 7800 Abonnenten angesammelt auf YouTube. Immerhin Ebbes. Ich habe mir noch überhaupt keine Gedanken zu nächstem Jahr gemacht, weil Wachstum ja auch halt einfach verschwinden kann. Deswegen will ich mich ja nicht großartig darauf festlegen, auf das Wachstum in Zahlen bezüglich der Abonnenten oder auch der Klicks, sondern ich will mich auf andere Dinge fixieren, also wie Projekte, die abgeschlossen werden sollen, die angefangen und abgeschlossen werden sollen und so weiter und so fort. Das war jetzt so das halb Negative und Neutrale, aber man darf natürlich nicht das ganze Positive vergessen. Also das Positive hat schon überwogen. Wenn man nur bedenkt, wie viel coolen Kram wir zusammen gemacht haben, was wir in den Livestreams alles erlebt haben, was wir in Videos und Competitions zusammen erlebt haben mit diesem Spiel Team Wallen gegen Team Dumbabla. Was ihr mir alles angeschafft habt über diese Zeit jetzt. Also einfach an Hardware. Die Maus ist neu, ich habe diesen Mikrofonarm. Generell ist ja das alles hier von euch gekauft, also von euch finanziert. Der Greenscreen, die Lampe. Der Bildschirm übrigens auch, das ist dieser Curved-Bildschirm. Kann man das sehen da gerade mal? Ein bisschen. Das Stream Deck. Let's start streaming! Nur meine alte Rammeltastatur ist noch die gleiche. Oh, es ist eklig, voll die Haare drin. Ja, die überkrasse Maus habe ich ja schon erwähnt. Ach ja, die Cam natürlich, die ist auch dieses Jahr noch gekommen. Ja, und natürlich der PC. Sollte man nicht vergessen. Circa hier habe ich Apfelsaft reingekippt. Du brummt da vor sich hin. Und natürlich, und achtet jetzt bitte nicht auf den dreckigen Boden. Nee, nee. Nee. Die hat jetzt hier Wef. Da ist ein Apparat. Da ist auch ein Apparat. Und da habe ich mich verbohrt. Ach ja, und das Headset ist eigentlich auch, ja, das kam auch dieses Jahr. Also es gab einfach extrem viel Erfolge zu feiern. Und gerade mit der HTC Vive können wir in Zukunft, könnt ihr in Zukunft, extrem krassen Content erwarten. Also ich habe mich damit komplett eingearbeitet. Ich habe alles angeschlossen. Es läuft auch alles, ich kann es aufnehmen. Also alles in normaler Sicht für euch aufnehmen, sodass es für euch gescheit aussieht und nicht mit diesen 2 Linsen zu sehen ist. Und ja. Ich habe von meiner Freundin jetzt noch so ein etwas krasseres Ansteckmikrofon geschenkt bekommen. Eins, das nicht nur 1 € kostet und halt totaler Crap ist, sondern so ein richtig krasses. Da freue ich mich schon sehr drauf. Das kann ich auch an die Kamera machen, wobei ich nicht weiß, wie die das verarbeitet. Ich habe das Mikrofon schon an der Kamera getestet und das klang scheiße. Richtig scheiße. Die hat gebrummt ohne Ende. Und für die Aufnahme habe ich hier so ein Sony-Ding. Das ist super, glaube ich. Hoffe ich doch. Weiß ich nicht. Sony ist super. Ich hoffe, dass das nächste Jahr community-mäßig genauso läuft. Also, dass es genauso edel läuft, dass wir weiter anwachsen, dass wir fester zusammenwachsen, dass wir viele Dinge zusammen machen, dass ihr auch untereinander viele Dinge zusammen machen könnt. Also zum Beispiel über die Steam-Gruppe Mitspieler findet für egal welches Spiel. Und natürlich auch, dass wir in GTA ordentlich was reißen. Jetzt haben wir ja die Crew und das Clubhaus. Es läuft bei uns, es läuft. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass jetzt heute kein CSGO kommt oder kam, glaube ich, ja. Um 13 Uhr kam irgendwas. Ach ja, das Unboxing der HTC Vive. Heute ist nämlich eigentlich erst der 23. Ich muss überlegen, was wann kommt. Ich habe schon bis zum 27. vorgearbeitet, vorproduziert, hochgeladen und so weiter und so fort. Jetzt muss ich ganz genau überlegen, was wann kommt.
Aber heute kommt kein CSGO. Ihr habt vielleicht gemerkt, die Upload-Zeiten haben sich geändert. Ich wollte es erst zum neuen Jahr machen, aber ich dachte, ich fange damit so früh wie möglich an, damit ihr euch auch dran gewöhnt. Ich fand es irgendwie schlecht, dass 3 Videos direkt hintereinander kommen. 17, 18, 19 Uhr. Das ist irgendwie zu krass. Alleine schon, weil es so ein bisschen wie reingespammt wirkt. Pam, pam, pam. Und aber auch, weil der Fokus dann von den Videos genommen wird. Das 17 Uhr Video kommt, das ist der Hauptcontent. Und wenn dann um 18 Uhr schon wieder was Neues kommt, kann es passieren, dass Leute, die die Benachrichtigung dann bekommen, dass um 18 Uhr was da ist, reingehen und das 17 Uhr Video gar nicht mitbekommen. Und dann kommt um 19 Uhr schon wieder das Neue. Darum sind die Upload-Zeiten jetzt wie folgt. Jeden Morgen um 8 Uhr kommt Fallout online. Um 13 Uhr kommt dann das optionale Video online, das manchmal da ist, manchmal nicht. Das ist das, was immer um 18 Uhr kam. Also wo ich irgendwas bringe, egal was. Entweder Best-ofs, irgendwelche anderen Spiele, Real-Life-Kram oder sonst was. Und um 17 Uhr bleibt, wie die ganze Zeit auch, der Hauptcontent. So sind die Videos einfach besser verteilt über den Tag. Für euch ändert sich eigentlich nichts, beziehungsweise ihr könnt eben Fallout und auch das optionale Video früher schauen, wenn ihr die Zeit dafür habt. Aber ihr könnt auch wie gewohnt einfach abends alle 3 angucken oder nur 1 oder wie auch immer. Aber ich dachte mir, das ist irgendwie besser. Ich denke, es wirkt sich auch besser auf die einzelnen Leistungen der Videos aus, weil sie eben nicht mehr vom nächsten auf einmal blockiert werden. Die musikalische Geschichte muss ich jetzt zwingend wieder weiter vorantreiben. Ich weiß, viele warten auf neue Lieder von mir und auf einfach neuen Musikcontent. Ich selbst warte auch darauf. Ich habe dieses Musikvideo, das nächste Musikvideo, das kommt, zu Lass liegen. Zu dem Cover, das Freaky Iki und ich gemacht haben. Freaky Iki ist der Beatproduzent des Jahrhunderts. Dieses Musikvideo habe ich im Zuge einer Vorlesung, in der wir zum Beispiel einen Film machen sollen oder Bildprojekte, als ein Projekt gewählt. Das heißt, ich mache das alles fertig und führe das Projekt dann erstmal vor. Und danach lade ich es dann erst hoch. Also das dauert schon noch bis nächstes Jahr, ungefähr Ende Januar. Dann muss ich es abgegeben haben und dann kann ich es im Februar eigentlich hochladen. Erwartet nicht ultra krass viel, also natürlich ist es wie immer so, dass die eigene Erwartungshaltung viel höher ist, wie das, was man dann im Endeffekt macht, weil man sich dann doch wieder zu viel vornimmt und sich dies und das wünscht, aber mir einfach noch die Ressourcen fehlen, um das alles zu machen. Also hardware-technisch wie auch software-technisch. Ich würde so gern viel mehr mit Effekten arbeiten. Ich habe auch früher mit Adobe After Effects einiges an Effektfilmen und Videos gemacht. Also Lichtschwertkämpfe, Laserzeug und so, Laserschüsse. Aber ich habe das alles nicht mehr, das ist alles schweineteuer. Und ja, da muss ich gucken, wie ich das mache. Und natürlich ist es auch nochmal eine Frage der Zeit, ganz klar. Das kann man ja nicht so einfach machen. Also so, ich hock mich jetzt einfach mal eine Woche dran und mach sowas. Es müssen jeden Tag die Uploads kommen, 2-mal in der Woche Livestream und so weiter. Ja, Livestream würde ich auch gerne verändern im kommenden Jahr. Also ich würde es gerne noch intensiver betreiben. 2-mal in der Woche und vor allem 2-mal unter der Woche ist schon irgendwie kacke. Ich habe natürlich auch schon gemerkt, dass wenn wir am Wochenende einen Stream machen, dass da viel mehr Leute kommen können und kommen und vor allem auch einfach viele neue dazukommen. Unter der Woche kommen meist nicht so viele dazu. Wir haben nicht dieses Wachstum, das wir am Wochenende haben, weil da halt viele Leute unterwegs sind und Zeit haben. Ich weiß nicht, ob ich jemals einen festen Termin am Wochenende hinbekomme, aber vielleicht schaffe ich es ja irgendwie, dass ich sagen kann, Freitag oder Samstagabend streame ich auf jeden Fall. Ich weiß zwar nie wann, aber ich streame nachts irgendwann, von Freitag auf Samstag oder von Samstag auf Sonntag, so irgendwie. Also abends oder nachts, mal gucken. Ich habe es zwar schon gesagt, aber trotzdem wiederhole ich es nochmal. Ich wünsche euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Ich hoffe, dass ihr mit eurer Familie und euren Liebsten zusammen sein könnt, dass ihr schöne Geschenke bekommt und natürlich auch gut esst. Ich glaube, Essen ist so das A und O eigentlich an Weihnachten, nicht wahr? Ja, ja. Ja, jetzt fällt mir eigentlich gar nichts mehr ein. Das war das Weihnachtsspecial. Ich muss noch Weihnachtsmusik suchen, ich habe nur diesen einen Song. Ach, ich wiederhole ihn ja einfach im Loop, scheiß drauf. Tsching! Ein besinnliches Fest und einen guten Rutsch, falls wir uns nicht mehr sehen, was sehr unwahrscheinlich ist, weil jeden Tag 3 Videos kommen. Ciao!